Und damit hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge des Evolent 2 Let's Plays, wo wir gerade in der letzten Folge herausgekriegt haben, dass wir das Haus hier kaufen müssen. Und ich erst gedacht habe, wir können es nicht kaufen, weil es zu teuer ist, aber wir können ihn runterhandeln auf bis zu 500. Ihr da, heute ist euer Glückstag. Ihr habt bei so 10.000 Kaufpreis. Nun, was sagt ihr? Nein. Ich muss sagen, ihr gefällt mir. Deshalb werde ich keine Mühen scheuen und euch ein reduziertes Angebot machen. 5.000 Gold ist mein letztes Angebot. Nun, was sagt ihr? Nein. Punkt. Ihr seid zäh beim Verhandeln. Also gut, 500 Gold im Bar, im Voraus. Ja. Aha, danke, danke. Vielen Dank. Ich bin hocherfreut, es dieses entzückende Domizil an euch zu verkaufen. Viel Spaß in eurem neuen Zuhause. Schlüssel zu eurem Haus. Der Schlüsselanhänger wäre vielleicht eine gute Idee. Jetzt vermute ich, muss ich in der Zeit zurückgehen, als Schlüssel, wo ich dann in der Zeit, würdet ihr gern schlafen? Nein. Wo ich dann in der anderen Zeit erfahre, beziehungsweise in das Haus rein kann, weil ich einen Schlüssel habe. Genau, das ist jetzt das, was wir versuchen. Wir gehen jetzt in die Zeit zurück, haben jetzt das Haus gekauft. Den Schlüssel nehmen wir ja mit zurück und gehen dann in das Haus rein. So, sind wir in der richtigen Zeit angekommen. Auf geht's in unser Haus, was gar nicht unser ist. Und er wird total verwundert sein, warum wir einen Schlüssel haben. Zack und Schlüssel zu eurem Haus. Zack. Punkt, Punkt, Punkt. Dalkin, wer seid ihr? Und was macht ihr in meinem Haus? Oh, ich kenne euch. Nicht schon wieder, dieser Albtraum. Also, ich werde bald aufwachen und wollte euch noch einmal sagen, wie leid es mir tut. Ich hätte auf euch hören sollen. Ja, ich hätte zuhören sollen. Ich habe nur Befehle befolgt. Ich hatte keine andere Wahl. All diese Leute tot. Und das meinetwegen. Meine Schuld. Hättet ihr doch bloß das Vertrauenssiegel des Kaisers mitgeführt, so wie ich meine Ehrenmedaille. Diese Tage nehme ich sie nicht mehr aus der. Vitrine. Mein Telefon ist gerade ausgegangen, weil es Akku alles ist. Ich verdiene sie nicht. Das heißt, ich habe keinen Timer. Lasst mich in Ruhe! Kann ich mir die einfach schnappen? Gefunden. Kaiserliche Medaille. Ein Symbol des Vertrauens des Kaisers. Vermittelt ein gewisses Prestige und sieht nach sieht edel am Umhang aus. Ja, damit werden wir jetzt logischerweise zurückgehen in die Zeit, wo wir den aufhalten können. Jetzt ergibt langsam alles ein bisschen mehr Sinn. Das müssen wir zweimal reisen, richtig? Richtig, wir müssen zweimal reisen.
Einmal in die Gegenwart und dann nochmal zurück. Und weiter. Ich glaube, mein Telefon war gerade zu heiß geworden. Ich brauche, glaube ich, bessere Kühlung. Muss ich mal irgendwie Kühlung für das Telefon gleich bauen. Falls ihr euch fragt, warum ich mit meinem Telefon beschäftigt bin, ja, einmal habe ich da den Timer drauf zu laufen. Wann die 30 Minuten rum sind. Außerdem spiele ich nebenbei Pokémon Go und warte, dass irgendwelche Pokémons hier vorbeigehen bei mir zu Hause. Das Pokémon Go jetzt zu ist nicht so schlimm, aber den Timer brauche ich, der ist wichtig. So, jetzt zeigen wir Ihnen das Siegel des Vertrauens und dann lässt er uns durch. Und verändern den Lauf der Geschichte. Ich kann mich nicht... Oh. Da unten. Ach so, ich kann mich nicht mit euch verbünden. Ich habe meine Befehle. Ah, jetzt geht es auf zum Zeigen. Was? Ihr habt eine kaiserliche Medaille? Ein heiliges Symbol des Vertrauens des Kaisers? Punkt, Punkt, Punkt. Heißt das, der Kaiser will, dass ich mich mit euch verbünde? Punkt, 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 Punkt. Tja, dann bleibt mir keine Wahl. Befehle müssen befolgt werden. Falls ihr Hilfe braucht, jederzeit gern. Daiki, mit Heim könnt ihr eine Amerikotür befehligen. Verhindert, dass der Magus Dämonia erreicht. Achtung! Eine Patrouille der Armee des Magus. Und jetzt? Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie die restlichen Truppen alarmieren können. Wenn eure Freundin euch richtig... Wenn eure Freunde euch richtig ein... Ich muss kurz den Timer einstellen. Schätzen, Super Moryu, seid ihr ein fähiger Stratege. So, jetzt kurz den Timer einstellen. Tut mir leid, aber ich brauche den Timer dringendst. Ich lasse euch eure Zukunft... Armee, was? Ich lasse euch unsere zukünftige Armee aber erst anführen, wenn ich weiß, wozu ihr fähig seid. Ihr übernehmt das Kommando, dann könnt ihr mir zeigen, was ihr drauf habt. Angriff. Gefunden, Strategie-Rollenspielmodus. Endlich habt ihr eine Chance. Ja, whatever. Und jetzt muss ich was machen? Warten. 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 Kann ich die auch bis an das Ding hier anführen? Nö. Warten. So, Feind am Zug. Am Zug. So, jetzt nehmen wir ihn, damit können wir da angreifen, oder? Angriff dahin. Nett, nett. So, hier Angriff da drauf. Der kriegt ihn logischerweise nicht tot. Was heißt logischerweise? Leider. Der auch nicht. Den Bogenschützen kriegt sie tot und sie bewegt sich mal dahin. Angriff mit dem Bogenschützen da drauf, genau. Perfekt, haben wir so viel schon getötet, das sieht ja ganz gut aus. Feind am Zug. Spieler am Zug. So, du rennst mal. Angriff da drauf, machen wir so erstmal. Da schnappe ich mir dich, lauf mit dir dahin und schieße. Wo
wodurch er tot ist. Da komme ich nicht ran. Abbrechen. Warten. Komme ich auch nicht ran? Warten. Da komme ich ran. Und es hat sogar schon gereicht. Okay. Gut gemacht. Ein verblüffender Sieg. Super Mario, ihr habt das Zeug zu einem großartigen Befehlshaber. Ihr scheint tatsächlich viele Talente zu haben. Los, suchen wir nach einem strategischen Standort für unser Lager. Wie sieht es hiermit aus? Kann ich das hier anklicken? Nö. Osmos. Der nächste. Alles klar. Das hier wird wahrscheinlich jetzt unser Lager werden. Perfekt. Das ist vermutlich das Lager der Patrouillen, dem wir begegnet sind. Wir bleiben vorerst hier. Hört genau zu, Super Mario. Für einen Krieg braucht ihr Truppen. Ich kann welche aus dem Kaiserreich herbringen. Je öfter wir siegen, umso mehr Soldaten werden sich uns anschließen wollen. Versucht im Kommandozelt Soldaten zusammenzutrommeln. Kommt dann zu mir, um das Gebiet zu sichern. Willkommen im Kommandozelt. Ah, okay. Was ist das? Ein neuer Rekrut für 100 Anwerben. Ja. Dann haben wir einen einzigen Rekruten. Wuhu! Alles klar. So, hier gibt es wohl nichts weiter. Ich sollte ja auch nur im Kommandozentrum Rekruten anwerben. Dieser eine Trupp muss für den Anfang reichen. Ausgezeichnet, jetzt haben wir einen größeren Vorteil. Manch machen wir weiter. Während ich jetzt ganz kurz mein Telefon endlich hoffentlich dazu bringe, dass es hochfährt. Wie viel Akku hat das? Es hat Akku, sage und schreibe, von 0%. Aber für den Timer wird es doch jetzt reichen, oder? Ich suche nach der App Uhr. Genau. Und sage, sie soll klingeln in 16 Minuten und 15 Sekunden und go. Ist das richtig? 16 drauf. Nee, da muss noch eine Minute drauf. 17 Minuten noch, genau. So, jetzt machen wir hier das aus, damit es aufhört, andauernd auszugehen. Und hoffen wir, dass der Timer für die Folge jetzt hinhaut. Unsere Probleme scheinen uns eingeholt zu haben. Uiuiui, das sind ja echt nicht wenige. Fürst Magus, die kaiserlichen Truppen sind an unserer Küste gelandet. Jetzt schon? Unmöglich. Sie greifen tatsächlich an. Das ist bestimmt dieser verfluchte Oberst Dalkin. Wenn er glaubt, meine Pläne mit ein paar Grünschnäbeln durchkreuzen zu können, irrt er sich gewaltig. In der Tat, mein Herr. Wie töricht von ihm. Der Oberst selbst ist die einzige Bedrohung. Wenn wir ihn loswerden, wird seine Armee wie ein Kartenhaus einstürzen. Ich? Aber natürlich ihr. Warum sollte ich euch das alles erzählen? Ich dachte, ihr habt einfach gern Zuhörer, mein Herr. Es ist eine Frage der militärischen Taktik. Das ist doch eure Spezialität, oder? Also, werdet ihr diesen Einsatz leiten? Ach so, ich verstehe. Aber darf ich mich verweigern? An die Waffen! Okay. Die Lage spitzt sich zu. Bloß nichts übereilen. Sehen wir uns die Fähigkeiten allemal genau an. Ich kann alle Verwundeten heilen. Ich kann viele Gegner mit einem Schlag abwehren. Ich kann Konter der Gegner mit meiner Kraft einfrieren. Ich werde für Deckung sorgen, wenn ihr in meiner Nähe bleibt. Und Dickwan? Er wird wie üblich hacken und schnitzen. Ihr müsst zugeben, das hat bisher ziemlich gut funktioniert. Ausgezeichnet. Vorwärts Marsch. Spieleranzug. So, den können wir nach vorne schicken, ne? Wäre aber ganz gut, wenn wir den vielleicht nicht in der ersten Runde verlieren. Es hieß, dass er uns beschützen kann, wenn wir in seiner Nähe bleiben. Das heißt, wir tun doch alles mal um ihn drumherum. Kann ich jetzt schon schießen? Nee.
dann laufe ich mit ihr mal dahin und greife hier an. So, mit ihr laufe ich mal dahin und mit ihm kann ich gar nichts machen. Diese Runde, da laufe ich mal dahin. Feind am Zug. Irgendwie war das nicht so geplant, dass zwei hinten bleiben. Bin aber gespannt, ob das beim ersten Mal klappt. Ja, so ein bisschen meine Zweifel. Ich hoffe, ich war jetzt nicht die ganze Zeit zu leise und da war unten war das Headset. Nein, das müsste noch gepasst haben. Spieler am Zug. So, du dahin. Angreifen. Sie kann heilen. Wer braucht Heilung? Menos braucht Heilung. Heilen. Okay, ich muss sie vorher bewegen. Das war so nicht geplant. Egal. Mit ihm laufen wir mal dahin. Warten. Mit Menos laufen wir nach da oben und hauen einmal da drauf. Und mit Dalkin, mit ihr laufen wir dahin. Und okay. Das Eis muss ich wesentlich sinnvoller einsetzen. Laufen wir dahin und warten hier. Warten. So. Perfekt. Jetzt läuft das Ganze nämlich gerade in die richtige Richtung, weil es alles von oben kommt. Dann laufen wir mit ihnen jetzt mal dahin. Angriff da drauf. Bei ihr gehen wir mal dahinter und laden auf. Mit ihm gehen wir dahin und warten. Mit ihm gehen wir dahin und greifen an. So, sie benutzt mal heilen auf... Oder doch nicht? Kann ich das nochmal abbrechen? Ja. Sie greift den Bogenschützen da an. Aber es hätte besser laufen können. Und er stellt sich mal dahin und greift dort an. Dann haben wir alles. Haben wir noch drei Leute. Mal schauen, ob das passt. Ist Menos low. Und der klatscht natürlich den Rekruten mit dem ersten Schlag weg. Menos stirbt. Ich bin verletzt. Macht ohne mich weiter. Spieler am Zug. Mich da hinstelle und hier Eis schieße, treffe ich die beiden nur. Oh. Okay, bin zufrieden. Angriff. So, sie greift auch an. Und jetzt hauen wir einfach noch alles auf ihn. Mal hoffen, dass wir das schaffen. Ich weiß nicht, warum die Zahl da rechts so extrem am Rumblinken ist, aber okay. Jo, Kampf haben wir geschafft. Mal gucken, ob wir den Soldaten behalten dürfen. Die Lage verbessert sich. Nach diesem Sieg sollten wir ein befestigtes Lager für unsere Truppen errichten können. Wir beeilen uns nicht. Wir bleiben nicht mehr lange in diesem verdeckten alten... Was? Wir bleiben nicht mehr lange in diesem verdreckten alten Lager, oder? Etwas mehr Platz zum Atmen wäre mir sehr willkommen. Keine Sorge, Fräulein Fina. Wir werden den Befehl über die anrückenden Truppen übernehmen. Ich habe die Geografie der Insel Dämonia studiert. Es gibt mehrere Wege in die Hauptstadt. Die südliche Route ist am schnellsten. Dort hält sich aber auch die Mehrzahl der mobilen Truppen der Rebellen auf. Die nördlichste Route ist länger, aber auch einfacher. Das ist der einfache Weg, auf dem der Feind seine Belagerungswaffen transportiert hat.
Eine vorsichtige Wahl wird uns zum Vorteil gereichen. Dickwan soll entscheiden. Er weiß immer, was zu tun. Dickwan soll entscheiden, er weiß immer, was zu tun ist. Ja, klar. Also gut, wir werden sehen, wann wir ankommen. Brechen wir auf. So, jetzt muss ich erstmal hier zurück und nochmal ein paar Einheiten rekrutieren. Und zwar... Oh, den haben wir behalten dürfen. Holen wir nochmal eine Einheit mehr. Also, ja, ich würde sagen, wir bilden den mal aus zum Soldaten. Genau. Und holen nochmal eine Einheit mehr. Wenn wir die Einheiten behalten dürfen, dann sind die Kämpfe easy going. So, nach unten und nach oben geht's. Ich werde es vorschlagen, wir laufen immer beides abwechselnd. Hier liegt jede Menge Ausrüstung herum. Sie waren beim Rückzug offenbar in Eile. Das überrascht mich nicht. Sie wissen, wer der Boss ist. Aber so einfach kampflos zu verschwinden? Vermutlich ist ihr befehlshabender Offizier geflohen. Danach kann man Truppen nicht am Verlassen ihrer Stellung hindern. Großartig, wenn unsere bloße Anwesenheit reicht, um die leitenden Offiziere des Kaiserreichs zu vertreiben, müssen wir nichts weiter als vorrücken. Da drüben steht ein Kommandozelt, rekrutieren wir mehr Soldaten. Ja, wir können nicht noch mehr rekrutieren, weil ich bin ja gerade schon zurückgelaufen. Genau. Dämonen, jetzt! Attacke! Uns greifen Dämonen an. Ach du Scheiße. Ich glaube, jetzt wissen wir, warum sie so schnell fortgelaufen sind. Das hier hat sie erschreckt. Sollten wir auch verschwinden? Ich glaube, das steht vorerst nicht zur Debatte. Ich werde mit ihnen sprechen. Wenn das Dämonen sind, werden sie uns nichts tun, solange ich die Situation erklären kann. Dämonen, nieder mit den Invasoren! Beruhigt euch! Legt eure Waffen nieder. Ich bin es, Menos, Sohn von König Arthur. Ich bin gekommen, um Dämonia zu befreien. Punkt, Punkt, Punkt. Menos? Derjenige, der seinen eigenen Vater verraten hat, um Menschen herzubringen? Derjenige, der sich mit einem Oberst des Kaiserreichs verbündet hat? Tod den Verrätern! Sie werden sich ja nicht so leicht überzeugen lassen, Menos. Ich will aber nicht gegen sie kämpfen. Uns bleibt keine Wahl. Entweder sie oder wir. Liebe Landsleute, verzeiht mir, aber ich habe eine Mission zu erfüllen. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen uns leicht zurück. Angriff da drauf. Das hat nicht gereicht. Okay, ist nicht schlimm. Dann mal mit denen Angriff. Das reicht auch nicht. Ja, die Musik wieder einen kurzen Hänger hatte. So, er läuft... Oh, bis nach da oben kommt er sogar. Der kann auch hier oben mit draufhauen. Sehr gut, dann haben wir den ersten Tod. So, der kann da noch mit draufhauen. Und sie geht jetzt in Deckung dahin und lädt ihr Eis auf. Dann haben wir zumindest schon mal den Vorteil, dass oben links wir die Ecke frei haben, obwohl das jetzt nicht unbedingt nach einem Vorteil gerade aussieht. Sieht eher nach so, what the fuck, sieht das aus. So, die ist tot. Sie könnte jetzt sich hier hinstellen und ihr Eis werfen. Dann haut er da drauf. Er haut hier drauf. Ihn rennen wir hier hin. Warten. Mit ihm laufen wir dahin und warten. Und mit ihr laufen wir dahin. Und schießen mit dem Bogen.
Und dann ist die Runde zu Ende für uns. Die war nicht so schlecht. So, mich stört das nicht, wenn ich die Soldaten verliere. Die sind Kanonenfutter. Das heißt, sie sind genau nur dafür da. So, du läufst mal schön nach unten. Sie lädt in dieser Runde wieder auf. Bleibt aber dort stehen, Sturm. Er, abbrechen, läuft dahin. Und haut da drauf. Ich muss leider sagen, die Kämpfe hätte ich echt etwas schwerer erwartet, aber okay. Warum nicht? Ja, perfekt. Dann können wir jetzt mit ihr, wenn wir Glück haben. Nee, so nicht. Abbruch. Lauf mal. Bis dorthin. Eis. Nee, so auch nicht. Abbruch. Eins höher. Dahin. Eis. Genau, perfekt. So frieren wir alle ein. Ach, den hinter mir habe ich ganz übersehen, dass hier noch einer steht. War nicht schlimm. Jetzt gehen wir da so hin, hauen nach unten. Genau, und jetzt schießen wir noch mit unserer Bogenschützin. Vorausgesetzt, sie kann das. Ja, schießen wir so weit. Und dann, oh, ein Leben. Ja, perfekt, haben wir gewonnen. Wenn ich ganz kurz einen Schluck trinke. Krieg ist eine wahrlich bedauerliche Angelegenheit. Wir sehen uns gezwungen, jene zu bekämpfen, die wir schützen wollten. Es tut mir leid, Menos. Und ich weiß, wie ihr euch fühlt. Gebt die Hoffnung nicht auf, Menos. Wir werden den Magus aufhalten und euer Volk retten. Jedenfalls sind wir jetzt mit zwei Feinden konfrontiert. Wir müssen noch vorsichtiger sein. Hoffentlich kann ich mir... Kann ich mehr meinen Landsleuten retten, als wir töten? Sonst ist all dies hier umsonst. So, dann gehen wir nochmal zurück und holen uns da oben an den Kämpfers. Und ich würde sagen, wir machen bei der nächsten Folge nichts. Wollen wir Bogenschützen haben? Ne, eigentlich würde ich das hier hinten haben. Das müssten diese Reiter sind, das, was ich haben will. Das kostet aber halt 700 einer. Also, wie machen wir es denn am sinnvollsten? Ich bin gerade überlegen. Ich würde sagen, wir haben immer von den schwachen Einheiten immer eine mehr da, als von den stärkeren. Also, so wie jetzt, hätten wir zwei davon da und einen Soldaten, genau. Und wir rekrutieren nicht weiter. Ich sehe gerade, dass der Preis nach oben geht für die billigen Soldaten. Die werden immer teurer. Ne, wir lassen das mal so, oder? Ach komm, wir nehmen noch einen mit Scheiß drauf. 200, so. Und ich habe vergessen, im Freundenetzwerk offline zu gehen. So, jetzt haben wir noch 30 Sekunden. Wir werden in diesen 30 Sekunden nicht kämpfen. Ich weiß gerade nicht, ob er gespeichert hat. Ich gehe mal hier hinten raus und hoffe, er speichert. Und was macht er das? Er speichert. Perfekt, oben rechts ist diese Kette. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächste Folge geht es nach oben weiter. Und immer abwechselnd oben, unten, immer im Wechsel. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über den Scheiß und sage wie immer zum Schluss: Tschö mit Ö!